liebe Gäste, liebe Aktivisten, wir begrüßen euch ganz herzlich zum 22. Internationalen Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher, der erstmals vor 22 Jahren in Gladbeck aufgrund einer Elterninitiative begangen wurde. Ich heiße Martina und bin Mitglied von Yes Berlin. Ja, hallo, ich bin Bernd von Yes Berlin und wir sind froh, dass trotz Corona so viele von euch hierher gekommen sind. Und wir möchten euch bitten, dass ihr an den Abstand denkt, ja, und eure Gesundheit schützt. Wenn einer von euch noch Mund- und Nasenschutz oder Desinfektionsmittel braucht, kann sich gerne an einen von uns wenden. Wir haben da genug vorrätig. Als ersten Redner möchte ich den Andreas von Yes Berlin begrüßen, der zum Thema Substitution in Zeiten von Corona eine Rede vorbereitet hat. Viel Spaß! Ja, danke schön, Bernd, Martina. Mein Name ist Andreas von Yes Berlin. Es steht für Junkies, Ehemalige und Substituierte. Und ich habe eine Rede vorbereitet zur Substitution. Eine Substitution hat sich dieses Jahr, in dem Fall muss man sagen, dank Corona ja einiges geändert. Und da würde ich jetzt mal so anfangen. Die Corona-Pandemie ist auch für die Substitutionsbehandlung ein ganz besonderes Jahr. Im Shutdown war es sehr wichtig, die häufigen Praxiskontakte der substituierten Patienten zu reduzieren. Also hat unsere Bundesdrogenbeauftragte und die Kassenärztliche Vereinigung darauf gedrungen, Möglichkeiten der Take-Home-Verordnung auch einmal anzuwenden. Das heißt, Patienten, die sich selbst medikamentieren können, auch mit einem entsprechenden Rezept zu versorgen, damit diese Menschen nicht täglich in der Praxis erscheinen müssen. Es gab große Bedenken bei vielen substituierenden Ärztinnen, die dann auch gleich kommuniziert haben, dass ihre Patientinnen mit sowas nicht umgehen können. Sie machten sich große Sorgen, weil ihre Substituierten die Medikamente offenbar auf dem Schwarzmarkt tragen würden. Überdosierung und mehr Tote wären die Folgen. Man muss wissen, dass Substitutionspraxen ihr Geld dadurch verdienen, dass sie möglichst viele Kontakte zu ihren Patienten haben. Das heißt, Substituierte müssen möglichst oft in der Arztpraxis erscheinen. Keine Substitutionspraxis könnte wirtschaftlich überleben, wenn alle ihre Patientinnen immer Take-Home für eine Woche hätten. Ein 30-Tage-Take-Home ist deshalb in fast jeder Substitutionspraxis undiskutabel und bestenfalls für den Urlaub als Verschreibung möglich. Also hat man den Ärztinnen einen finanziellen Ausgleich angeboten. Ihre Einnahmeausfälle werden bis auf 80% im Vorjahresvergleich aufgestockt und somit waren doch mehr Ärztinnen bereit, ihren Patienten die Selbstmedikamentation zuzutrauen. Aber leider nicht alle. In manch einer Schwerpunktpraxis, die nur von Substitutions lebt, verzichtet man auch nicht gerne auf nur 20% der Einnahmen. Das ist sicherlich menschlich, aber in diesem Jahr müssen viele verzichten. Und ich möchte auch besonders betonen, dass die meisten substituierenden Ärztinnen nicht so rücksichtslos sind. Es geht dann auch um ein paar schwarze Schafe in der Branche. Das Finanzielle ist auch der Grund, warum es immer weniger Ärztinnen gibt, die überhaupt bereit sind zu substituieren. Es gibt leider schon ganze Landkreise und Kleinstädte ohne eine qualifizierte Substitution. Ist doch alles in Ordnung. Also es gibt wirklich ganze Landkreise, wenn die Glück haben, gibt es da überhaupt noch eine große Schwerpunktpraxis, wo hunderte substituierte Menschen jeden Tag ihres Lebens hin müssen. Oft sind das so Praxen, wo man seine Krankheiten nicht behandeln lassen würde. Das sind richtige Gelddruckmaschinen. Ja. Wegen der Pandemie wurden die Zugangskriterien deutlich vereinfacht. Die Neuaufnahmen waren schnell möglich. Die maximale Patientenbegrenzung wurde erhöht.
Konsularregelungen wurden ausgeweitet. In Berlin gab es zu Beginn des Shutdowns die Möglichkeit für nicht krankenversicherte Menschen, dass die Kosten übernommen wurden. Das betrifft oft Migranten, die nicht krankenversichert sind. Soweit ich weiß, gab es das in Hamburg auch. Dies alles, um Menschen, die es brauchen, in Substitution zu bringen, die Zähne zu entlasten, damit die Menschen nicht auf den Schwarzmarkt müssen. Auch nach der Pandemie sollte man hier ansetzen. Wenn man möchte, dass auch in Zukunft Ärztinnen bereit sind, überhaupt zu substituieren. Uns ist nicht bekannt, dass nennenswert mehr Substitute auf dem Schwarzmarkt gelandet wären. Keine unerfahrenen Menschen haben sich dadurch überdosiert und niemand ist daran unseres Wissens daran gestorben, zumindest in Deutschland nicht. Und ich glaube, wir müssen das wissen, weil unser Netzwerk ist bundesweit, Junkies ehemalige Substituierte. Es wäre nicht an uns vorbeigegangen. So. Das ist also Quatsch, es gab schon immer einen Schwarzmarkt, den wird es auch immer geben. Und der wurde dann nicht nennenswert mehr substituiert. Mittlerweile ist die Substitution anerkannt. Goldstandard in der Opioidbehandlung, habe ich schon gehört. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Das Abstinenzdogma ist gefallen. Seit 2017 ist die Substitution nicht nur als Übergang in ein abstinentes Leben gedacht, sondern als wirkliche Behandlungsform für eine chronische Krankheit. Dazu gehört eine Take-Home-Verordnung, gewisse Selbstmedikamentation, Eigenverantwortlichkeit, was auf einen Weg in ein normales Leben führen könnte. Und wir hoffen sehr, dass diese Zugeständnisse, die man uns dank Corona gemacht hat, erhalten bleiben. Und wir würden uns auch freuen, wenn die Substitution besser finanziert werden würde, dass wir die Praxen nicht dadurch finanzieren müssen, dass wir jeden Tag dahin gehen. Es gibt so viele Gegenden, wo Menschen, die berufstätig sind, nicht in Substitution gehen können, weil da keine Ärzte sind, die einen Tipp hier umgeben. Na gut, ich glaube, das war's. Ich bin ziemlich unsicher, macht es ziemlich selten so. Aber ich bedanke mich.